Herzlich willkommen zu Mobs 1x1. Ich bin Deedlecraft und gleich nach dem kleinen Trailer geht's los. Da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück. Heute geht es, wie ihr sicherlich schon sehen könnt, um Zombies. Ich musste den Dach verpassen, nicht dass die mir hier verbrennen. Das wäre schade gewesen. Ganzes Video kaputt. Aber nein, wir haben vorgesorgt, alles gut. Wenn euch gefällt, was ich mache, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Nicht vergessen zu liken, würde mich sehr unterstützen und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keinen weiteren Videos mehr von mir. Vielen Dank dafür. Aber ich würde sagen, wir legen gleich los. Es gibt viel zu erzählen über die Zombies. Zombies sind aggressive Monster, wie sicher jeder weiß. Sie haben eine Lebensenergie von 20, das heißt 10 Herzen. Dazu sind sie 0,6 Blöcke breit und 0,95 Blöcke hoch. Babyzombies dagegen, wie hier einer steht, sind 0,3 Blöcke breit und 0,975 Blöcke hoch. Zombies spawnen in der Regel in Gruppen von 1 bis 6 Exemplaren. In Dörfern können das auch mal deutlich mehr sein. Eine sogenannte Zombie-Belagerung oder ein Zombie-Raid haben die meisten von euch sicher auch schon gehört. Zombies, wie ihr vielleicht hören könnt, geben stöhnende Laute von sich. Beim Kampf knurren und glucksen sie. Zudem können sie Leitern hochklettern und erkennen geöffnete Falltüren als geschlossen, was sich sehr gut eignet, um Zombies Fallen zu stellen oder Farmen zu bauen etc. Bei Sonnenlicht fangen Zombies an zu brennen, außer sie sind mit Rüstung ausgestattet, das heißt ein Helm würde sehr gut helfen, oder im Wasser stehen oder im Schatten. Brennende Zombies können einem ab der Schwierigkeitsstufe normal nach oben, also heißt normal oder schwer, auch Feuerschaden verursachen, das heißt, sie geben das Feuer, das sie gefangen haben, quasi weiter. Zombies werden als Untote durch den Trank des Schadens geheilt, nehmen dafür aber Schaden durch den Trank der Heilung. Das heißt, Zombies niemals mit Trank des Schadens, sondern mit Trank der Heilung bewerfen, falls man das mal versuchen möchte. Zudem, wir sind hier nah im Wasser, sie können nicht schwimmen. Sie gehen im Wasser unter und werden zu Ertrunkenen. Zu den Ertrunkenen, aber dann mehr in einem anderen Video. Zombies und Zombie-Kinder können beim Tod die gleichen Gegenstände droppen. Das umfasst 0 bis 2 verrottetes Fleisch und durch einen geladenen Creeper, auch der in einem anderen Video, auch ein Zombie-Kopf. Beim Tod durch einen Spieler kann ein Zombie auch selten einen Eisenbarren, eine Karotte oder eine Kartoffel droppen. Ist er mit einem Eisenschwert, Eisenschaufel, wenn ich es denn sagen kann, oder Rüstungsteilen ausgerüstet, kann er selten auch diese droppen. Das heißt, auch verzaubert kann er die droppen, was sehr selten auch möglich ist. Zombies können zudem Drops vom Boden aufheben. Das eignet sich sehr gut, wenn man keine Nametags hat, weil Zombies, die was vom Boden aufnehmen, können nicht mehr despawnen. Die halten diese Gegenstände dann in der Hand fest. Außer Rüstungen und Köpfe sowie geschnitzte Kürbisse, die legen sie direkt an. Ein Zombie ersetzt einen von ihm getragenen Gegenstand stets durch bessere, die er findet. Wenn Zombies schon mit Rüstung spawnen, und nur in diesem Fall, gibt es, wenn man den Zombie tötet, 1 bis 3 zusätzliche Expertpunkte pro Ausrüstungsgegenstand dazu. Das heißt, je mehr Ausrüstung die tragen, desto mehr Expertpunkte gibt es, wenn man sie tötet. Zombies sind im Normalfall träge Nahkämpfer und stellen keine große Gefahr dar. Außer wenn sie auf engen Raum oder in größeren Gruppen auftreten. Dann kann das schon mal schmerzhaft, wenn nicht sogar tödlich enden. Aber dementsprechend wissen wir ja das schon, weil wir Zombies quasi immer als erstes begegnen in der ersten Nacht, wenn wir eine neue Welt haben. Kommen wir zu Fakten und Wissenswertes. Es existiert eine gigantische Version des Zombies.
Sie heißt Giant oder auch Riese, die aber ungenutzt von Mojang ist und nur mit Command gespawnt werden kann. Das heißt, der ist dann so hoch, schätzungsweise. Könnte ich, wenn ihr das wollt, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, ein separates Video dazu machen. Müsste ich dann einfach mit einem Command machen. Zudem, wie vorher kurz angeschnitten, waren Zombies die ersten Monster in Minecraft. Das heißt, die sind schon sehr, sehr lange dabei. An Halloween tragen einige Zombies geschnitzte Kürbisse oder Kürbislaternen. Dies gilt aber auch für Skelette, Widerskelette und Zombie-Pigmen. Das sieht dann immer mega witzig aus. Im Code ist festgelegt, dass Baby-Zombies, und das ist etwas, was mich sehr überrascht hat, ich wusste das effektiv nicht, beim Tod 2,5-mal so viel Expertpunkte wie erwachsene Zombies droppen. Da Erwachsene 5 Expertpunkte droppen, wären dies also 12,5 Expertpunkte. Da für Erfahrung allerdings nur ganzzahlige Werte existieren, wird abgerundet und der Spieler erhält in Anführungs- und Schlusszeichen nur 12 Expertpunkte für einen Baby-Zombie gegenüber 5 von einem erwachsenen Zombie. Und zum Schluss noch einen weiteren Notch-Fact. Zombies haben früher Federn gedroppt, aus dem ganz einfachen Grund, da Notch nicht wusste, was Zombies sonst droppen sollten. Wer schon ganz, ganz lange dabei ist, kann sich vielleicht an das erinnern. Auch das sehr gerne in die Kommentare, wer das gewusst hat oder sogar schon damals gespielt hat, dass das noch so war. Das würde mich sehr interessieren. Nun würde ich sagen, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Diddlecraft.